Ach ja, wieder hier. Guten Tag. Also normal sage ich ja hallo und herzlich willkommen, aber diesmal sage ich nur ach ja. Guten Tag. Ist ja auch schön. Es ist ja auch schön. Es ist schön. Halle, Kaiser. Herr von und zu Kaiser. Ja, Mario ist nur diese Folge nicht dabei. Hat es ein bisschen verzögert. Er hat gesagt, wir sollen eine Folge ohne ihn aufnehmen. Ich bin groß an dieser Stelle. Du bist raus. Genau. Das war's. Wer einmal nicht kommt, den glaubt man nicht. Ach nee, das war ein anderer Spruch. Was war das Abbautool? Einmal nicht kommt. Man glaubt den drauf. Was? Was? Nee, komm nicht so. So, der Kaiser hat Sachen gemacht. Ich habe Sauerstoff. Wo ist denn hier der Tank? Hier. Drück mal einfach nur P. Drück mal nur P. Und dann kannst du Kraftstoff direkt auffüllen. Du hast ja mächtig umgebaut. Das habe ich in der letzten Folge gar nicht so richtig bemerkt. Auch wenn ich bei dem Capital ein bisschen beeindruckt bin, wie viel groß. Wie viel groß das ist. Das ist ja der Startblock, ne? Und hier so. Geht los, wir können. Okay, wir heben ab. Fertig. Wir können loslegen. Okay, verstehe. Warte mal. Nee. Jetzt bist du übrigens wieder viel lauter. Weißt du, wenn ich jetzt, ja, mal hinter den Kulissen, wenn wir starten aufzunehmen, machen wir so eine Testaufnahme, dann denke ich mir, vielleicht müssen wir mal lauter machen. Das machst du denn noch tatsächlich? Nee, ich mach dich nicht so lauter. Okay. Das ist der Fischkopf-Effekt. Ja, genau. Er hat das auch mal früher gemacht. Weißt du, als er noch Zeit 1, für uns 2, hatte. 1, okay. Dann geht's okay, los. Okay, 1, 3, 2, 1. So, meine Damen und Herren. Ja, so ist es bei mir. Es tut mir leid. I am what I am. Was habe ich denn hier? Ich habe richtig Bock auf Imperium. Darf ich dir mal so sagen? In meiner Frage. Also ich hab immer so ein Problem mit Imperium. Oh. Oder nein, ja doch, mit Imperium. Wie? Ja gut, allgemein. Ich fühle mich immer zurückgedrängt. Wie? Nee, es liegt einfach daran, dass ich manchmal nicht weiß, was ich machen soll. Ich fühle mich immer so irgendwie, ist so schwierig für mich. Du baust an der Basis, der andere baut ein Schiff. Achso, ich habe noch nie was gebaut. Ich hab eine richtig tolle Sache, die du machen. Wo bist du denn jetzt? Da. An dem Schiff bin ich draußen. Ich Mission wäre, ich baue nämlich ein automatisches Bergbaugerät. T3 Grad. Also ja. Die große Variante. Ja. Jetzt müssten wir uns einstimmig dazu entschließen, irgendwo das Ding reinzustecken. Also in das Gerät reinstecken und ich soll mich jetzt freimachen oder was? Oder? Wie ist das gemeint? Nee, du bist jetzt da untenrum nicht so mit Ressourcen. Bei dir nichts zu holen, so. Ach ja, das werde ich jetzt öffentlich machen hier in dieser Folge. Letztens ging darum, wer Nacktbilder über WhatsApp schickt. Und da wurden alle anderen abgemahnt. Jetzt bloß keine Nacktbilder schicken, weil wenn es die Frau sieht und bla bla bla. Also machen wir nochmal, dann mal informativ, meine Frau ist auch mit drin und es schickt natürlich keine Nacktbilder, außer meine Frau selber. Also nicht von sich, aber von anderen. Egal. Und jeder wurde gesagt, und du schickst auch eins. Und ich wurde nicht mal erwähnt. Und dann habe ich geschrieben, ich will auch eine Gefahr sein, Nacktbilder rumzuschicken. Nein, Minas, du stellst da keine Gefahr dar. Nein, Minas, in dem Fall nicht. Ich schicke dir mal so einzeln was. Nicht. Wirst du Steine, muss ich ihn jetzt. Nein. Pass auf, ich hab Minas, sowas doch gar nicht. Hast du verstanden, ich zugehört. Weil ich von dir will. Aber ich will auch respektiert werden als Gefahr für Nacktbilder. Ja, du bist eine Gefahr. Ich möchte auch, dass du nicht in unsere WhatsApp-Gruppe. Nein, ich will sowieso allgemein keine Bilder in der WhatsApp-Gruppe haben. Das ist für wichtige Dinge, aber die Aufnahmen. Speziell dir muss man nochmal sagen, auch wegen den Nacktfotos. Okay? wartet da doch das, was du wolltest. Ja, okay. Ich bin eine Gefahr. Du, wow, ich bin eine Gefahr. Hast recht. Super. Ich freue mich. 500 Steine, wir können Betonblöcke machen. Also so merkt ihr mal im Background, was bei uns so abgeht, ne? Außerhalb von den Aufnahmen. Ditte, und dann musst du das noch voll machen mit Strom. Und jetzt nochmal, müssen wir uns entscheiden, wo du drin sollst. Ach, das Automatische hast du mir gegeben. Ah, genau. Cool. Jetzt mal informativ, wir haben... Also Eisen? Ich würde es fast ins Eisen stecken, ja. Genau, das wäre jetzt auch meins, weil das brauchen wir eigentlich am meisten, wa? Ja. Aber wobei das nur noch 52%, da würde ich mir vielleicht es produziert unendlich, oder? Das haben sie noch nicht umgeändert. Das weiß ich nicht. Es braucht auf jeden Fall eine Weile, um hier... Pass auf, wir machen einfach den Test, und zwar, ich werde das hinten ins Eisenerzlager setzen. Flieg ruhig mit einem Raumschiff hin. Ach, 300 Meter, das laufe ich. Echt jetzt? Das hält auch fit. Echt? Nee, ich bin um die Ecke. Was wird mir so angezeigt? Oh, Sauerstoff. Hab ich nicht... Hab ich noch einstecken? Hier, komm her, ist doch hier. Ich sehe kaum was, ist alles schon verzerrt. Und komm, jetzt werfe, wo hast du hingeworfen? Ich hab's nicht.
Eine Base ist es. Die Base ist von mir. Ich sehe nur verschwommen. Ich mag nicht sterben. Oh, es geht gerade hart runter. Hier hin. Links. Du musst jetzt von dir aus sehen. Rechts rum, rechts rum. Hinter den Dingen. Siehst du schon. Siehst du schon. Da kannst du erst rechts jetzt gehen. Da. Oh, war das knapp. Ich war schon fast am Arsch. Oh, mir einatmen. Ich denke gerade, ich gucke unten auf die Balken, habe alles aufgefüllt, Essen, Gesundheit, alles gut. Dachte so, läuft. Und dachte so unten, das untere muss ja nicht aufgefüllt sein. Ja, ist einfach viel zu warm. Wo? Ah, ist von Jackie, ne? Ja, ach Gott. Ja, schieß mal bitte. Übrigens, an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis. Wir hatten ja in den ersten Folgen, als wir Imperium Galactic Survival aufgenommen haben, hatten wir ja diesen Parcours, ne? Ja. Und ich war ja tot und mein Rucksack lag so zwischen den Gegnern rum. Und was ich wieder verpeilt habe, war, kam dann in den Kommentaren, übrigens nochmal danke, dass ihr so geduldig mit mir seid, flieg doch mit der Drohne hin, hol dein Stuff. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Das müssten wir mal ausprobieren. Ja, warte. Ja, was? Und jetzt was? Jetzt gehe ich an den Constructor und nehme mir Zeug raus. Ich nehme was zu essen raus. Ah, das geht nicht mehr. Aha. Das haben sie das geändert. Ja, ja, okay. Das ist das, was ich jetzt auch meinte, dass nicht. Aber, aber es ging mal. Was machst du, Spielekaiser? Wirfst du die Waffe weg? Ich, falscher Knopf. Mal wieder. Zu viele Spiele mit. So, ich komm mit. Ich muss mal wieder das Ding da rausziehen. Wir haben übrigens bei Seven Days to Die rein informativ. Wir haben derzeit einen Experimental-Server laufen für die Alpha 16 Experimental, die ja schon länger verfügbar ist. Und der macht so ein bisschen Mucken. Die Leute können nicht einloggen und das dauert sehr, sehr lang und so weiter. Ah, okay. Anscheinend ist es so, dass die B113, die zum Zeitpunkt der Aufnahme die aktuellste Version ist, dass er die Spielerprofile zerschießt. Also das ist ein Problem mit den Spielerprofilen. Ich habe die Logfiles habe ich an die G-Portal-Jungs geschickt, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, ist das Spielerprofil ist kaputt. Da können die nicht mal für was. Nee. Die Jungs. Hat übrigens noch mit der Drohne funktioniert, das Abbauen und geht noch. Aber looten, also an den Container kann ich nicht mehr ran. Ach, siehst du, was mir gerade einfällt? Kannst du mit der Drohne runterfliegen? Wo runterfliegen? In so ein Ressourcenloch. Wie hast du mich genannt? Mhm. Ach, du meinst und dann den Stuff setzen? Altes Ressourcenloch. Nee, nicht setzen, sondern abbauen mit der Drohne. So das probiere ich gleich mal. Ich habe noch nie so ein Bergbaugerät gesetzt. Hier ist ja noch das Fahrzeug drin. Wieso hast du den Boden gleich nicht mitgenommen? Weil dann Ende war irgendwie und der Server weg war. Ach. Das ist jetzt die Aufgabe für jetzt. das ist das, was wir jetzt machen. Ach so. Und das Ding fliegt nicht mehr oder was? Doch, bestimmt. Es war nur sehr dunkel und ich habe nichts mehr gesehen. Boah, scheiße. Wieso steige ich da nicht ein mit F? Hast du den nicht freigegeben für alle? Falsche Fraktion. Doch, sollte. Hast du nicht. Okay. Ja. Noob. Kaiser, was ist denn los mit dir? Ja, warte. Oh, Kaiser. Muss man das oben aufsetzen oder kann man das so einen Bohrer auch mitten reinsetzen? Weiß man nicht. Den Bohrer? Nee, den kannst du mitten ins Ressourcenlager. Also ich hab bisher... So, versuch mal. Dein Gast. Einfach das Ding... Oxidiert. Ich glaube, der braucht mehr Düsen vorne. Ja, das war's. Okay. Könnt ihr noch welche machen? Ich hab welche. Fertig. Hast du welche? Okay. Ja, der hat gar keine Düsen vorne. Jetzt hast soll ich dir welche rumbringen schnell? Gegenschieb. Schubdinger. Ja, wenn du welche gerade da hast. Das klang sehr nach Serendipity, die Gegenschieb-Dings da mit dem Feuerstein-Kreis. What? Wo heißt der hier? Da, viermal, den blauen, ne? Da brauchst du. Ich hab auch noch mal zwei Bohrer, falls du brauchst. Ja, gerne. Je mehr, desto besser. Alles, okay. Okay. Spinn und Wegs. Geil. Bin wieder hier. Oh, das Ding ist aber nicht gerade klein. Der muss freigesetzt werden, oder wie? Er braucht einfach mehr Schub nach hinten. Oh. Wow. Eisenlager wart hier, ne? Der schwebt hier. Ja, ja. So, pass mal auf, das Eisenlager hat derzeit 51. Mach mal ruhig drin, den können wir wieder abbauen, musst du ja nicht. Und den mach ich jetzt mal voll mit. Der ist nicht verloren, ne? So. So, jetzt. So ein paar coole Sounds werden echt noch. Pass auf, ich schmeiß ihn raus aus dem. Aus beim Fliegen? Aus F, ja, pass auf. Oh nein! Nee, also der scheint. Was ist denn mit dir los? Ah, ist er doch nicht abgestürzt. Oder was? Nee, alles gut. Ich stehe hier. Na gut. Wo ist der denn? Da, warte.
Und das Ding ist Stufe 3 schon. Das heißt, der ist schon die schnelle Variante. Richtig? Ja. Der ist Stufe, ja, der ist schon die schnelle Variante. Das geht auch von der Geschwindigkeit. Okay. Ja, 3 Eisen hat er schon. Also das, die müssen wir jetzt einfach mal eine Viertelstunde gurgeln lassen. Na. Eisen als Limit 6993. Da drin wahrscheinlich als Erz, ja. Ah, okay. Wir brauchen übrigens Aloe Vera. Das wäre jetzt nochmal ein Punkt. Ich, ja. Also rein informativ, heißt jetzt nicht, du musst jetzt los. Nein, aber es wäre natürlich schön. Du müsstest jetzt mal los. Ich wollte jetzt eigentlich das Ding hier befreien. Nein, Quatsch, mach ruhig. Helf dir. Spielekaiser, hast du die Materialien von meinen Dings? Habe ich, ja. Ich versuche gerade irgendwie zu setzen. Gestaltet sich doch etwas kompliziert. Darf ich auch mal eine setzen? Ich will mal sehen, wie das aussieht. Ich habe das ewig nicht mehr. Ich durfte ja nicht beim Fleischhammer, weil ich ja unterjocht. Du hörst dich aber auch selber dazu, weil ich kann. Nein, es war ein Spaß. Ich meine, wenn man Lemmy und so weit gesehen hat, dann muss man halt schon sagen, dass du es auf jeden Fall designtechnisch bist du gar nicht so eine Null wie. So, wie dreht man nochmal? War das Bild auf, Bild ab, diese Geschichte? Ja. Ah, damit hat man die Achse geändert, genau. Das ist vielleicht doch die falschen. Blau. Blau ist hinten, ne? Das kann man nicht dran setzen. Was ist denn das? Ja, mir nicht. Blau hast du gegeben. Ist doch richtig, blau, oder was? Ich weiß es gerade nicht, ich sehe es nicht, ich bin nicht im Konstruktor. Baupläne. Nee, Quatsch, Tech Tree. Guck mal, das hier, Small Vessel. Blau ist Hammer. Nicht möglich, in der Nähe eines Rohstoffvorkommens zu bauen, daran liegt's. Ah. Wenn du nach oben klicken willst. Das ist ein Schwachsinn. Wie kriegen wir. Ach so, das sagt er schon. Jetzt müssen wir den da raus. Oh, wie kriegen wir den da jetzt raus? Okay, okay. Bauplan speichern, auseinanderbauen. Nee, einfach neu bauen. Einmal abbauen, neu bauen. Ja. Die Idee ist nicht schlecht. Pass auf. Ich nehme das Ding auseinander. Ich habe ja noch einen kleinen. Oh, Moment, erstmal gucken, dass ich auch auf raus. Demontieren habe. Okay. Hat mal auf, ich hab noch einen kleinen. Oh, was war denn das? Ich hab einen Kleinen, aber das solltest du nicht öffentlich sagen. Der letzte, soweit er gesagt hat, ist mir im Rucksack erfroren im Sommer. Ach, Rohstoff, ich bin ein Idiot. Jetzt. Ding, 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 ding. Ich hole mal eben. Er müsste ja, ich hab ihn auf demontieren, das heißt, er baut ja die. Das obere musst du haben, ja, genau. Die Düsen und so weiter ab. Genau, jetzt habe ich ein Schwebesystem im Inventar. Ist ja doof. Wieso kannst du nicht in der Nähe vom Ressourcenvorkommen bauen? Das weiß ich auch nicht. Ja. Okay. Die Richtung stimmt. Was ich interessant fand, ich fand ja diese Mission, die wir zu Anfang gespielt haben, eigentlich ganz cool. Ja. Aber das Feedback in den Kommentaren ist mir aufgefallen, dass viele gesagt haben, oh, bitte spielt normal. Ja, hab ich gesehen. Also, fand ich irgendwie interessant. Könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, warum? Ich glaube, weil das... Ja. Also ich fand das irgendwie eine ganz gelungene Abwechslung eigentlich so. Vielleicht, weil es doch ein bisschen hin und her war, dadurch und so... Na gut, war es sagt schwer. Die ersten zwei Folgen waren ja auch echt... schwierig, weil halt so schwer. Hast du noch eine Ladung oder? Ich habe irgendwie keine Multiladung mehr dabei. Warte. Ne, Bohrerladung habe ich. Eine Multiladung habe ich nur noch. Dann lass mich abbauen. Ja. Wo ich jetzt meine letzte gebe und dann. Was? Was bei dir passiert gerade? Wieso kriegst du Schaden? Ich? Du hast gerade geschrien. Nee. Das liegt wahrscheinlich an dir, weil du ihn schlägst. Au! Ich kriege langsam nur Hunger. Nur weil ich auf Jacks Anweisung den T3-Bohrer ne, irgendwo hinstecken wollte. Jack hat doch gesagt. Irgendwo hinstecken. Den sollen wir jetzt hier hinstecken. Hast du das Memo nicht gelesen, Kaiser? Nee. Gut, Mario ist nicht da. Dann ist auf zweiter Position ist. Ne? Fuck. Musst du jetzt leider. Ich muss mal kurz telefonieren, Moment. Was? Die Gewerkschaft anrufen, ja, das geht so. Werk? Bitte? Betriebsrat?
Genau. Geht's Ihnen nicht gut, Herr Kaiser? Hör auf, hier das Eisenwerk zu bauen, das macht doch der Bohrkopf. Wie gebrochenes Bein? Warum gebrochenes Bein? Ja, ihr Assis. Ihr seid mir echt. Dieses Spiel. Wirklich, ja. Oh Mann. Was soll ich dazu sagen? Vor allem ist es dunkel hier. Hallo? Mach das Licht an. So, das läuft. Ja. Wieso hab ich wieder ein gebrochenes Bein? Das Spiel mag mich nicht. Weißt du, ich dachte, das wäre mein Refugium, wo ich mit gebrochenen Beinen nichts zu tun habe. Ausnahmsweise. Aber nein. Mach Jetpack an und bin. Ist egal, welches Spiel du spielst. Jetpack an. Los. Jetpack ist an. Hunger. Immer mit der Ausdauer, das ist. Weißt du, was nervig. Das Problem ist? Und das muss ich auch mal anprangern. Die Watschentaste fehlt, ist Nummer 1. Ja? Und den zweiten, dass das Jetpack kaum noch Power hat. Dass man nie Ausdauer hat hier. Ja. Das ist einfach viel kurz. Hast du denn irgendwas zu essen dabei, zufällig? Aber wahrscheinlich dafür haben sie... Dafür gibt es die Upgrade-Perks. Genau. So geht das jetzt hier nicht reparieren. 15, oh nein, das sieht schon wieder nach tot aus. Nicht tot, lebe. Was, hast du was zu essen? Ich lebe. Oh. Ich mach grad Screenshots, ich hab keine Zeit. Vor allem, wenn er war derjenige, der gesagt hat, oh, ich möchte auch gerne was machen, ich... Ja, Screenshots. Haben wir doch gesagt. Da. Also. Würde ich auch. Gut, okay, gleich. Dann ist die Salz. So. Habe ich was zu essen? Axt, Früchte. Auf dem Rückweg. Gesundheit 10, Nahrungswert 50. Habe ich, ja, ich habe was. Okay, komm. Dann, kannst du mir entgegenkommen? Ich kann nicht mehr. Jetzt fange ich an zu sterben. Nichts, hör doch oft. Komm mir entgegen. Was habt ihr denn? Ey, sag mal, was ist denn mit euch los? Kann ja nicht so schnell. Was seid ihr denn für Feinde? Ich hab ein gebrochenes Bein. Wie der Schnee in Seven Days. Der eine hat gebrochenes Bein und der andere, was mit dem jetzt? Verhungert. Ernsthaft? Ja, so ist das halt, wenn man draußen unterwegs ist. Nicht den ganzen Tag nur in der Base rum. GG, das hat ja aber damit zu tun, mein Freund. Ich hab mir ja was, ich hab mir ja selbst da auch vorher erstmal Salamis gegessen, weißt du? Drop it like it's hot. Mach. Danke. Hier sind doch Space-Orangen irgendwo nebenan. Wieso kann ich denn keine Lampen bauen? Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, danke. So, jetzt zurück zur Basis und lass das Ding da. Ich hab. Und Fleisch einmal was jetzt? Damit. Ja, ich hab 85 Leben noch und halt keine Ausdauer. Null Ausdauer. Hier, Medipacks, komm her. Das Essen reicht, ja, warte mal, ich weiß nicht, das reicht, das Essen. So. Da. Nein, das ist nur Medipack, kannst du da reinziehen. Diese permanent fehlende Ausdauer und dieses kaum noch funktionierende Jetpack plus meine gebrochenen Knochen, die haben mich nicht lieb. Will auch die, machen das Spiel heute nicht leicht. Na? Habt ihr denn wenigstens irgendwie Ressourcen bei oder? Nö. War das einfach ein Schuss in den Ofen? 30 jetzt, allgemein. Ne, wir haben das Ding abgebaut. Ja, Ding abgebaut und so, Bohrer aufgebaut. Und jetzt baut ihr den nochmal hier, baut ihr hier was Neues zusammen. Wir kommen zurück, weil keiner verhungern möchte und außerdem bräuchte ich einen Splint. Genau. Splinter. Was ist denn eigentlich? Nein. Ich hab hier einen Spielersporn, aber doch immer. Harley Davidson Monster. Nee, es ist so fies an, das sind die kleinen. Die weißt du noch, als der Sound das hatte? Weißt du noch, als Elon uns lieb hatte und Patch Notes nach uns benannt hat und so ein Kram? Ja, ich kann mich erinnern. Ich muss auch mal sagen, Christoph, watschen das nicht? Hm? Was ist denn los mit euch? Wisst ihr so? Harley Davidson Monster ist war ist der Support nicht mehr real? Wir haben ja auch kein Geld verlangt, ne? Für die Rechte. Was ist das für ein Sound? Was ist das für ein Sound? Hinter dir dreh dich mal um. Oh. Das ist Harley zu David. Alter, was ein Gekrasche. Das war der Godzilla-Sound. Godzilla. Echt? Ist das Harley David Monster hat einen neuen Sound? Ja, das klingt jetzt wie super böse. Sieht nur aus wie früher, aber klingt jetzt wie... Probier jetzt mal ein Medipack. Oh, ein Hüngerchen, ich werde das nicht packen. Medipack? Ja, letztes rein. Nein, ich könnte dir noch eins geben. Oh ja, der zieht 25 Health ab hier. Aber wir sind ja gleich da. Ich kann dir Fleisch geben, frisst du rohes Fleisch. Nee, ich sterbe ich sterbe lieber so. Ach, jetzt komm, du. Warte, jetzt ist zu spät. Kannst du hören, bis hier. Und der Schrei ist doch auch dieser Filmschrei, oder? Dieser typische. Nee, der war aber sehr ähnlich, das stimmt. Gell? Dennoch nicht der gleiche, nee. Aber du hast recht. Ele und die alten Copycats. Wo bleibt die Watschentaste?
Copycat. Oh, wir haben ein Dach. Wow. Und da oben ist die Belüftung drin. Was machst du? Correct. Warum machst du hier ein Loch? So, okay. Dicke Dings da hinstellen kann. Irgendjemand macht hier gerade Geräusche. Bum, 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 bum. Pack jetzt hier alles in den Constructor rein, diese ganzen Materialien. Genau. Sag mal, soll ich mal, ich hab ja hier noch einen Bauplan. Oder Fräse 0417. Ich hab noch Sprengstoff, das klingt auch ganz verlockend. Mal in Fabrik, würde 16 Minuten dauern. Kostet doch nicht viel. Was willst du machen? Nein, ich hab einen Bauplan. Für so ein schmuggeliges Fräsenteil. Wolltest du jetzt hier zumachen? Nee, gell? Aber nicht komplett. Nee, hier die bleibt offen. Das ist sozusagen der Eingang. Verstehst du? Ich würde mich gerne um die Farm kümmern, wenn es mal irgendwann soweit ist. Ja, das könntest du auch fast direkt machen. Haben wir nicht noch. Kurz nachdenken. Was brauchen wir für. Pflanzbeete, Nährlösung? Hier sind doch Pflanzbeete. Hier sind Pflanzbeete. Guck mal, da Pflanzenfasern ist wichtig. Das ist der Punkt, glaube ich. Was mir gerade nicht gefällt, ist, dass hier der Treibstofftank so offen steht. Müssen wir auch neu setzen. Der kommt. Ja, macht dir keine Sorgen. Der wird schon. Macht dir keine Sorgen. Da stellt gleich nochmal woanders was hin. Hm? Okay. 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 Verstehe. 4. So, in Anbetracht, dass L. Mario Schröber nicht da ist. Schröberski nicht dabei ist, beenden wir jetzt diese Folge, denn wir wollen ja uns auch zusammen aufnehmen. Ich sehe ihn zwar noch nicht oben im Teamspeak und ich bin etwas enttäuscht. Mario, an dieser Stelle, liebe Grüße. An Spaß. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von Imperium Galactic Survival. Dann werden wir weiter dumme Sprüche reißen, Fleischhammer bauen lassen und mich die Knochen brechen. Lassen. Und wir reden über Nickelback. Nee. Tun wir nicht. Nicht. Doch, wir lästern ab. Okay, dann reden wir über Nickelback. Das ist gut. Nächste Folge, meine Damen und Herren. Das können wir. Super. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.